25 Kilometer genau auf einer Linie ablaufen. Ein Zeckenparadies hier. Was zum Fick? Hier sind sehr viele Steine. Digga, es geht. Ja, easy. Oh. Wenn ihr wissen wollt, ob wir es geschafft haben, dann bleibt dabei. Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind heute auf den Spuren von Madin und Fritz. Wir wollen heute nämlich was machen, Andi? Wir werden heute und morgen 25 Kilometer genau auf einer Linie ablaufen. Ja, warum fragt ihr euch jetzt 25? Wir wollen klein anfangen, realistisch für uns schaffbare Ziele setzen und das ganze Ding an 2 Tagen durchziehen. Das heißt, es gibt auch eine Übernachtung. Genau, das heißt, wir werden nicht 2 Meter nach links oder 2 Meter nach rechts ausweichen, höchstens einen halben Meter. Wir werden wirklich straight die Linie langlaufen. Und unser Kumpel, der Kameramann hier, der Philipp, der hat uns für uns die Linie rausgesucht, 25 Kilometer. Das heißt, wir wissen nicht, was kommt. Wir haben ihm bloß gesagt, wir wollen sehr viele Hindernisse. Die ersten 50 Meter haben wir schon. Ja, sehr gut. Ja. Die ersten, also ich sehe auch, die ersten 200 Meter, die jetzt hier noch kommen, sind auf dem Weg. Und ab da an geht es durch die Heide. Ich bin so hyped, ich habe so einen Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und es wird geil. Viel Spaß mit dem Video. Das heutige Video ist gesponsert von ASMC, aber dazu im späteren Verlauf des Videos mehr. Ihr wollt natürlich jetzt wissen, was wir alles in den Rucksäcken haben. Das zeigen wir euch im Verlauf des Videos. Und wir zeigen euch jetzt hier mal eingeblendet, wie viel unsere Rucksäcke wiegen. Um die Linie auch ordentlich halten zu können, haben wir ein Gerät von Garmin mit dabei. E-Trex 32X. Wir haben uns einfach irgendeins gekauft, was uns dafür tauglich schien. Wir haben jetzt auch nicht ewig Recherche betrieben. Route ist drauf. Und was sollen wir jetzt noch lang schnacken? Auf die pinke Linie. Ab geht's. Gut. Keine 100 Meter hier laufen. Geht schon mal gut los. Rein in Zeckenparadies hier. So, das Ganze entscheidet jetzt darüber, ob es ein toller Tag wird oder nicht. Ja, ja. Schmeiß ihn mir rüber. Gerechnet habe ich damit auch noch nicht, du. Oh. Geil. Katze, Alter. Alter, guckt euch mal den Ausblick an hier. Ist ja richtig geil. Schön. Gut. Ich glaube, da wir müssen Verlängerung der Birke, wa? Yes, an dem Häuschen vorbei. Gut, dann ab durch die Hecke. Chat, guckt euch das an. Da Jägerhäuschen und da rechtes Feld. Wir müssen aber durch die Dunkel. Das ist jetzt windig, wird hier. Ja, finde ich aber geil. Ich hoffe, es regnet nachher noch. Das sagt zumindest angesagt, ne? Ob wir genau hier lang müssen, oder? Das einen habe ich jetzt schon ein bisschen in Kanada. Oh. Ja, mir ist wichtig, dass wir hier rüber, Leute, für die Linie. Na gut. Ja, ja. Zaun haben wir auch direkt. Aber das wäre das. Da ist der Strom drauf. Ich nicht wissen, dass ich genau da auf ein Tor sehe, was offen steht. Aber gut. Komm, Brudi. Es ist Teil des Deals. So, jetzt geht's hier drin. An den Kirschbäumen ist leider nichts mehr dran. Alter, hier ist eine Steinwand. Was zum F***? Knack! Alter! Okay! Oha! Okay. Hier sind sehr viele Steine! Alter Schwede! Wie steil das doch wird da oben! Geil! Auch immer schön trittsicher hier, ne? Ich war so, Andi, komm, ich war Transition, ich schmeiße dir zu. Okay. Dann geht's hier nach oben, Alter. Wurde doch hier aufgeschüttet, oder? Ich weiß auch nicht. Geht das? Ja, ja. Oder brauchst du brüderliche Hand? Wie du dich an den lockeren Stein fällst! Ich hab mich nur abgestürzt, nicht festgehalten. Geil. Sitzt meine Jacke noch ordentlich? Ja, sieht schick aus, großer, komm. Wir haben es geschafft. Erster Kilometer ist durch. Yay! Heißt nur noch 24 to go. Wir haben jetzt gebraucht ein bisschen was über eine halbe Stunde. Das geht voll klar. Durch das Gekraxel. Wir haben auch Drohnenaufnahmen und sowas gemacht, aber ist völlig in Ordnung. Da oder was? Jetzt weiter in die Richtung oder was? Andi hat sich schon vorgekämpft. Mein Arm hat die Decke nicht. Irgendwie geil. Also was man echt sagen muss,
Gut, dass Kanada so beschissen war, was das durch den Wald laufen angeht. Sowas schockt mich jetzt halt nicht mehr hier. Alter, wir haben übrigens so ungefähr 30 Grad. Man ölt. Oh. Man ölt! Bricht der hier ab, Müll, wa? Also ich bin da drüber hier angepasst. Geil! Einzige, was mich hier so zu Fall bringen könnte, wäre so eine Brombeere, die sich so fies um den Fuß verhakt. Ja, dann würde die Kamera bestimmt nicht genau auf dich richten. Nein. Gut. Ein paar Kilometer haben wir schon geschrubbt. Ja, 5 oder 6 müssten wir jetzt sein. Haben jetzt auch eben eine Straße gehabt, die wir queren mussten. Ach du Scheiße. Ich sehe ein Maisfeld. Nee, weißt du, was auch schön ist? Real sind es ja auch mehr als 25 Kilometer, weil wir immer vor und zurücklaufen für bestimmte Aufnahmen. So, immer schön dazwischen laufen, dann machen wir nämlich auch nichts kaputt. Ja. Alter, bitte dicht. Wenn wir jetzt verirren, ist over. Wir haben ein GPS, immer auf der Linie bleiben, Andi. Kacke. Wir biegen die ganz vorsichtig zur Seite, man hat genug Platz hier. Ich fühle mich wie im Hobbit, Digga. Ich hab Wildschwein entdeckt. Nee, Mann, gleich kommen zwei Hobbits mit so Kohlköpfen an uns vorbeigelaufen, Andi. Die von einem Bauern gejagt werden. Gleich kommt der Bauer mit der Mistgabel. Hä, was ist denn das hier unten? Was? Hier wachsen Pilze, Digga. Und jetzt sind wir auf einer schönen Linie hier. Ja. Das wird hier auch. Also beim Landwirtschaftssimulator, Andi. Ja. Da werden die ganze Unkraut dazwischen nicht. Stimmt, aber vielleicht ist hier einfach nicht gespritzt. Boah, Alter. Boah, hier sind so eine weißen, komischen Viecher überall dran. Gerrit, lebst du noch? Was ist denn da jetzt los? Nee, ich hab meine Flossen verletzt. Holy moly. Hab ich auch noch nicht gemacht. Gerrit, haben wir das auch mal gemacht? War auch nicht schlecht. Ja, wieder ein Ding von der Bucketlist. Alter. Oh, das ist auch eine geile Aufnahme, Leute, hier von aber oben. Aber es ist halt auch echt gefährlich, ne? Hier können halt auch Wildschweine sein. Ja, sag ich ja, ja, ja. Also, schön laut sein, dass sie sich erschrecken und uns umrennen. Keine Angst, laut sind wir. Boah, los? Digga, da hinten hat es gerade geraschelt irgendwie. Warte, das war mal, komisch. Leise. Okay, Wildschweine, verpisst euch. Hey, Bär. Hey, Bär. Die Blätter schneiden wie Segen, Alter. Was meinst du? Ist das Futter, Mike? Ja, bestimmt, ne? Ich glaube ja. Das ist, glaube ich, in Brandenburg oder so. Wird in Deutschland überhaupt noch richtiger Mais angebaut? Für Menschen? Oder ist das nur noch Futter, Mike? Das ist eine gute... Mal in die Kommentare. Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich glaube, prozentual ist es der größte Teil Futtermais. Bestimmt, ja. Ja. Ja, weil früher hat man ja auch mal so gemacht, soll man ja nicht machen, aber sich so mal so einen Kolben vom Feld geklaut, die kriegst du ja nie gekocht. Ja, das stimmt, ja. Von dieser Straftat distanziere ich mich übrigens. Obwohl, es ist schon verjährt, ne? Ja, ich hab's auch gemacht. Locker verjährt. Okay, das Gute ist, wir können uns orientieren, weil wir müssen rechts von dem Mast entlang. Mast da, genau. Ihr habt's, glaube ich, gar nicht gesehen. Es ist ja auch egal. Oh, guck mal, so sieht man uns beide, Gerrit. Das ist ja richtig geil, die Aufnahme. Ey, ich lieb's. Ich feier das gerade irgendwie immens. Oder? Wie cool. Das ist schon witzig irgendwie. Geil. Das hat Spaß gemacht, sag mal so. Völlig geil, Alter. Und jetzt geht's weiter hier in die Pampa. Schön Wald wieder im Anschluss. Nehmen wir. Ah. Sprung auf, Marsch, Marsch. Kommt, Enten, kommt. Das ist essbar. Das ist ein sehr großer essbarer Pilz. Wir müssen leicht links. Okay, okay. Wir können auch mal gleich langsam mal Pause machen, Andi. Ja, so langsam. Ja, können wir. Ein kleinen Snack oder sowas. Bäuschen. Bisschen snacken, bisschen trinken. Das sieht sehr weich aus, das ist gut. Oh ja. So, meine Riegel habe ich, glaube ich, hier drin. Riegel, du Amateur. Ich werde mir eine schöne Waffel gönnen. War nicht schlecht. Nee, aber du kannst auch eine abhaben, Andi. Echt jetzt? Ja. Ey, dann scheiße ich auf meinen Schoko-Banane-Riegel und essen. Ist halt aber keine Schokowaffel, ne? Ist hier mit Puderzucker. Ja, ey du, immer rein da. Oh, aha. Ist so schön. Haben wir jetzt in der Tat 9 Kilometer. Beim 9. Kilometer sind wir jetzt. Nice. Ey, das ist... Ey, Andi? Das ist ja geil, dass du Waffeln mit hast. Lieblings-Bourbon-Vanille-Waffeln. 3 Stück mit 8,5% Butter verfeinert. Aha. Will unser Kameramann auch eine Waffel?
Naja, gut. Oh, es ist geil. Ist gut? Ja. In der nächsten Aufnahme renne ich direkt. Die Energie hier. Ich mag diese Waffeln, dass man die so auftrennen kann. Es ist so schlecht, dass wir jetzt so ein Zeug essen und dadurch träge werden. Aber ist mir egal. Gut, Freunde, wir kommen zu unserem Sponsor ASMC, den wir jetzt als Hauptsponsor gewonnen haben, was übrigens richtig, richtig ja. Toll geil ist. Weil wir haben diesen Sponsor schon seit Jahren benutzt, damals, wo wir Airsoft angefangen haben, mit 16, 14, ich weiß gar nicht. Also wirklich seit Jahren haben wir immer Sachen eingekauft. Erstes Zelt da auch gekauft, ja. Erste Isomatte, erste Klamotte, alles. Das ist so geil und jetzt haben wir den einfach als Sponsor, das ist perfekt. Also wir haben auf jeden Fall jahrelang Erfahrung mit dem Shop und immer positive Resonanz. Wenn du irgendwelche Probleme hast, immer sehr kulant und ja, wir kaufen da. Also irgendwo musst du es ja kaufen ja. Und jetzt ist es ja doppelt so geil, dass wir es... Also Leute, taktische Ausrüstung, Rucksäcke, normale Outdoor-Ausrüstung, Camp-Ausrüstung, alles, was das eigentlich Herz alles, begehrt, ja. Alles, was das Outdoor-Herz begehrt. Ihr kriegt dort wirklich alles. Ja. Was haben wir jetzt aktuell auf der Tour mit bei? Unsere Klamotten, Stiefelchen. Genau, Hosen, Klamotten. Hosen, Ekter Tempt auch noch. Die Tarps, die ihr gesehen habt zum Einschlagen. Genau, oder noch sehen werdet. Genau. Helikon Super Tarp, richtig geiles Tarp übrigens. Ja, also ihr kriegt da alles, ja. Freunde. Und das Allergeilste ist, wir bauen mit ASMC auch noch das Sortiment ein bisschen aus. Die kriegen von uns nämlich Feedback, was noch fehlt da im Shop und was sie unbedingt noch reinziehen können. Also, das wird richtig geil. Und ja. Gemeinsame Projekte mit denen stehen auch noch in den Startlöchern. Es wird phänomenal. Wenn ihr jetzt bei ASMC ein bisschen shoppen wollt, haben wir natürlich wie immer alles unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Und Anja hat euch auch noch was mitgebracht, nämlich... Das Allergeilste! Mit dem Code Sons of ASMC spart ihr nochmal... fette 15% auf alles, was ihr euch in den Warenkorb hämmert. Also viel Spaß beim Shop. Hier sind Blaubeeren. Ey, es ist wie in Kanada, Freunde. Okay, eine Blaubeere, what the fuck? Nicht zu viel spoilern, aber wir haben Beeren gefunden, Andi. Nach über 9 Kilometer Wanderung haben wir jeweils eine Beere gefunden. Das muss reichen für den ganzen Trip. Sträucher sind hier überall, aber... So, hier hat ein kleines Viech seinen Bau gegraben, was auch immer. Und hier ist sein Schleichweg hier, wie viel Erde es transportiert hat, ja? Und jetzt kommt die Challenge. Was ist es? Nee, die Challenge ist jetzt erstmal, jeder steckt seine Hand da rein. Also so groß ist es ja nicht. Was könnte denn das sein? Irgendwie sowas Marder-ähnliches könnte es sein. Für Maus ist es zu groß, finde ich. Ja, aber es ist... Hase? Zu klein, oder? Weiß ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, was kann das sein hier? Ja, irgendein Jäger. Hier als Vergleich, also meine Faust passt ganz grob rein. Anni muss die Natur auch mal spüren. Sei der Baum. Ja, ich hab's probiert, ich spür ne Okay, so machen wir das also, ja? Ja klar. Ich eher nicht. Sei ein Reh. Nee. Das sei ein Schmetterling. Das, Anni, Reh bei 125 Kilo sein ist höchst gefährlich. Ja, ist halt ein großes Reh. So, jetzt mal an alle Vogel-Spezialisten, aka Ornithologen. Was ist das für eine Feder? Zu welchem Vogel gehört die? Sieht ja mega abgespaced aus. So, wir müssen jetzt hier den Berg hoch, die ganze Schräge da oben. Das Hügelchen, Andi. Ja, Hügelchen, jetzt kommt die Sonne noch mal raus. Alter. Direkt am Öl. Also ich schwitze eh immer, aber das ist schon krass. Ne? Wenn ich jetzt hinfalle und willst mich festhalten, einfach weg, ja, wie eine Katze. Ich mir einfach aus der Hand, Alter. Wie so ein Aal. Ey, hier ist er grausam. Alles voller Brombeeren. Ey, eigentlich haben wir keine kurzen Hosen an. Mit kurzer Hose! Aua! Alter! Gönnt euch mal diese Zecke, Alter. Die ist ja gigantisch und das ist nicht die einzige. Ich habe hier 3 Stück am Bein. Direkt mal entfernen. Oha. Hier ist gerade eben irgendein Viech rausgeprescht. Irgendwas Schnelles. Ich nehme mal ein Reh. Ja, wir sind hier... Uferweide, würde ich mal sagen, oder was? Da Kühe, da mussten wir Gott sei Dank nicht durch. Hätten wir auch nicht gemacht, glaube ich. Wir sind da hinten wieder über den Graben rüber. Genau. Zwischen Kühen, da waren überall Zäune, das war ganz gut. Ja, und jetzt müssen wir hier weiter. Jetzt geht's hier straight an dem Ort vorbei. So, wieder ein kleiner Elektrozaun. Alter, wie nass dein Polster ist. Operator! Oh, Alter! Richtiger Operator macht das so. Ja, na klar. Und da ist der Kuhfladen drin. Operator-Rolle. Also warten jetzt, ein Zehner und anfassen oder was? Gar keinen Fall. Krieg ich einen Zehner? Ein Fünfer. Du bist schon zu willig, Andi. Wie geizig er ist, Alter. Ja, also wenn er schon für einen Zehner machen würde, dann macht er doch für einen Fünfer. Kameramann, noch einen Fünfer ruf und dann hab ich's oder was? Und go. Wirklich? Aber 5 Sekunden.
Nee, 5 Euro, 5 Sekunden. Ist aber was drauf? Glaube nicht. Na, dann kriegst du auch kein 5er. Oh, und wir haben hier Zicken gemacht, Alter. Oh, dieser Schmerz. Oh, der 10er, den habe ich mir gut verdient. Aber da ist ja so ein Elektroding drum. Also. Ey, von den 10er kaufe ich mir mittlerweile nur einen Döner. Da ist nur was drauf, wenn da auch Viecher drin sind. Hat Sinn. Verbraucht der Sonne. Ja. Weil sonst ist er Quatsch auch. Aber wir schneiden das alles raus und ihr werdet denken, es ist, weil wir lügen euch komplett an. Ah, ich glaube, das wusste der Kameramann schon. Aha. Ja, gut. Wir zeigen euch mal was. Boah, das ist ja voll weit, Alter. So, wir haben jetzt realisiert, wo wir lang müssen. Dieser verdammte Kameramann. Einmal übers Wasser? Erstmal hier runter, Wasserstelle und genau, und dann schräg darüber. Wobei ja streng genommen, also wir sind jetzt ein bisschen von der Linie runter, um hier ein bisschen zu gucken. Wir müssen dann morgen von da hinten hier runter den Hang, da unsere Zeltbahnpakete, so nennen wir die Dinger, ja, fertig machen, um dann hier den See zu kreuzen. Der kürzeste Weg wäre natürlich am schönsten da, aber Linie sagt da lang. Ja, und da hinten sehen wir schon verfickt nochmal. Müssen wir wahrscheinlich klettern. Ja, dreimal wahrscheinlich. Also wird spannend morgen auf jeden Fall. Bin gespannt, ob wir die Kletterpartie. Also mit dem Schwimmen, wenn das Zeltbahnpaket nicht untergeht, alles cool. Wäre nice. Klettern wird heftig, glaube ich. Ja, also für mich ist beides morgen eine Challenge auf jeden Fall. Hast du schon gesagt, 18 Kilometer? Nee, halt noch nicht. Wir sind also ein bisschen was bei 18 Kilometer, ja, ungefähr. 17, 8 ist das ja auch. Das heißt, wir können uns morgen auch ein bisschen Zeit lassen hier bei dem Ganzen, damit dabei nichts schief geht. Das ist ganz gut. Ja, weil das wären jetzt zwei krasse Sachen, sag ich mal. Ja. Jetzt haben wir aber entschieden, heute machen wir das auf jeden Fall nicht mehr. Sonne ist am Untergehen, Schlafplätze aufbauen, ja, Abend ausklingen lassen, genießen. Und ja, dann geht's morgen in aller Frische weiter. Und morgen sich selbst zerstören. So Leute, ihr habt es gesehen im Zeitraffer, wir haben alles aufgebaut. Wir haben noch schön mit den Jungs ein bisschen gechillt unten und jetzt Wir waren nochmal planschen. Ja, nochmal schön bisschen baden. Den ganzen Schmand vom Körper gespült, das ist so geil, wenn man an einem See schlafen gehen kann. Bisschen was gesnackt haben wir auch noch und jetzt geht's ja schon in die Falle. Es ist jetzt 22.30 Uhr, 22 Uhr irgendwie so. Genau, wir wollen jetzt früh ins Bett, weil es morgen früh wieder losgeht. Genau. Und ja, krasse Sachen morgen anstehen, deswegen jetzt schon in die Falle. Morgen stehen wir nämlich um 7 Uhr auf. Ja, und da zeigen wir euch nochmal die Setups kurz, was wir so hatten im Kurzdurchlauf und dann geht's weiter. Gute Nacht, Freunde. Nacht. So, Freunde, wir sind wach. Alle, außer wer natürlich wieder? Der gute Andruschki. Deshalb machen wir jetzt einen Abstecher, das lasse ich noch nicht nehmen. Wir gehen mal gucken, was der so macht. Der wiegt sich wieder in Sicherheit in seiner Hängematte. Die schläft halt wirklich noch richtig tief und fest. Ne? Guten Morgen! Da ist er! Er erwacht zum Leben. Ich habe jetzt mal absichtlich nicht so laut geschrien. Mhm. Weil schon gestern. Wach, ne? Ja, ja, alle. Alle? Alle. Mhm. Ja, euer Problem. Heute schnacke ich dich mal nicht so viel zu, okay? Aber vielleicht auch schon, weil du, die Augen werden schon, die fallen schon wieder zu. Das geht nicht. Meine kleinen Tortellini-Augen? Wir haben eine Mission, Andi. Eine Mission! Stimmt, die muss in einer Stunde gemacht werden. Auf geht's! So, Freunde, ich zeige euch ganz kurz die ganzen Setups. Ich, wie immer, hier schön Hängematte, Tarp, Down-Schlafsack, Isomatte, fertig. Ja, ganz klar. Kameramann 1, Philipp. Bodenschläfer diesmal. Kleines Tarp auch, völlig easy. Schön am Rand, am Risiko quasi hier. Das war's für ihn. Wie hast du geschlafen, Philipp? Oh, scheiße. Gut. Hört man doch gerne. So, der Gary. Moin. Größeres Tarp auf jeden Fall gespannt. War auch gut, hat geregnet die Nacht. Auch Hängematte. Das ist super Tarp von Helikon Tex. Das ja, kriegt auch bei ASMC übrigens. Richtig geil. Große Hängematte, Underkilt, auch Down-Schlafsack, Kopfkissen, bam. Wie hast du geschlafen? Sehr, sehr gut, aber ich bin ein starker Schnarcher und dadurch, dass ich in der Hängematte nur auf dem Rücken schlafe, hat sich mein Gaumzäpfchen vergrößert. Das muss ich jetzt erstmal holen. Und vom zweiten Kameramann, aka Alex, Locke der Boss, auch nochmal Bodenschlaf-Setup. Hier kleines Tarp, reicht aber völlig. Oder warst du trocken, ja, ne? Wie war deine Nacht?
Ja, ganz gut. Bis auf eine kleine Ameisenfamilie, die vorbeikam. Komm, pipapo. Ja, geil. Ja, hier, Kunstfaserschlafsack, Savotta Isomatte, check. Ja, geil. So. Hat natürlich gestern schon schön geregnet. Deshalb muss man jetzt gucken, dass man sich hier nicht mault. Outfits allgemein on top. On point. On fleek. So, jetzt musst du noch mal genau die Linie ermitteln, weil kein Bock hier falsch zu schwimmen. Keine Sorge, unser Kameramann wird sich bestimmt nicht den direkten Weg ausgesucht haben. Messinger. Gut. Was werden das sein? 150 Meter? 200? Es sieht auf jeden Fall weit aus. Sind schon ein paar Bahnen. Machen wir jetzt das Zeltbahnpaket fertig und dann geht's rüber. So, also unser Plan ist, kennt man ja auch, wir machen jetzt so eine Zeltbahn. Also wir haben hier einen Tarp, wickeln alles ins Tarp ein. Mal gucken, ob wir noch mehr Auftrieb brauchen, dann müssten wir noch was sammeln oder auch ohne. Wir probieren das erstmal aus. Und dann haben wir quasi ein Paket, was schwimmt von alleine. Dann hält man sich daran fest, darf es aber nicht runterdrücken, so vor sich hinschieben. Und dann können wir mit unseren Sachen quasi über den See jetzt. Ob das alles so klappt, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben es immer bei anderen gesehen. Wir werden es ausprobieren. Also ich habe auch keine Erfahrung. Gerrit, das ist hier ein Geben und Nehmen. Ja, liebes Publikum, Sie sehen zwei Weißbrote. Die probieren. Oh, kannst du mir auch mal ein Stück Schnur geben? Na klar, Brudi, 1, 2, 3. Jetzt sieht doch gut aus. Ja, werden wir sehen, ob es dann wirklich gut aussieht. Das ist hier ein riesiger Schnurapparat. So, Anni geht jetzt rein. Auch eine sehr scharfkantige Stelle hier. Alter, ist das scharfkantig. Oh, ja. Oh. Mach den Krebs, Anni, mach den Krebs. Ich setze mich dann hier gleich auf die Kante und wuchte die Scheiße dann, die ganzen schönen Dinge rüber. Hier. Warte. Ja! Okay. Dann gucken wir mal, ob das schwimmt. Das wirkt nämlich krass viel schwerer. Aber schwimmt auch. Okay, sexy? Nein! Jetzt ist die Frage, kann man sich auch drauf aufstützen? Wahrscheinlich. Geht sogar. Echt? Geht. Ich dachte, das soll man nicht machen. Ja, aber guck mal. Ich probiere jetzt hier aktiv runterzustülpen. Geht. Ich kenne mein Glück. Ich mache das jetzt bei meinem Haufen. So, Leute. Wir hier, wir müssen nach da hinten. Let's go. Oh, Alter, scharfkantig. Au. Ey, bleib hier. Okay. Ja, okay. So, dann. Andi, ein Arm einfach nur es ran. Es geht. Guck, Digga, mal. Es geht. Ja, aber du kannst einen Arm ran, dann kannst du mit dem anderen noch paddeln. Digga, es geht. Ja, easy. Ohne Auftrieb, das hätte ich nicht gedacht. Ist ja geil. Okay, Action. Richtig geil. Okay, das motiviert mich gerade richtig. Das ist so gut funktioniert. Das ist eine schwimmende Insel. Ist das geil, Alter. Für euch wahrscheinlich wieder nichts Neues. Wir finden es geil. Ja, die Erfahrung jetzt mal zu machen, Alter. Mega nice. Und vor allem, das schwimmt sich auch gut. Ich dachte, das ist der Arschkram. Ja. Voll die geile Nummer. Arschgeile Nummer, Alex. Indessen wir das alles hier sagen, so hype bin, sind, füllt sich das mit Wasser, wie schwimmt. Das ist ja geil. Ey, Andi, den Zehnten haben wir schon. Easy. Weißt du was? Ich schieb die einfach vorweg und schwimm einfach. An die Seite, den Wasserstand. Ey, was drin war. Strich. Gut! Alter! Geil! Sehr schön. War gut gewesen. Uns interessiert jetzt und euch bestimmt auch, ist ob alle irgendwas nass ist. Genau. Wir kommen jetzt raus und zeigen euch das. Willst du? Okay! Ich sehe was, was ihr nicht seht. Wo wir gleich hin müssen. Wo wir gleich hoch müssen. Aber ist geil. Ach, hör doch auf. So, wir packen das Ganze jetzt hier aus. Bei mir ist es minimal aufgegangen. Oben, aber das ist egal, weil der ja nicht so tief im Wasser stand. Ja, weil der sich hier gelöst hat, okay. Ah ja. Also den Knuddeldeiknoten am Anfang, den hätte man nochmal ordentlich machen müssen. Aber sonst? Also bei mir ist alles so geblieben, da war auch sehr viel Luft drin. Den hat sie nicht durchgedrückt. Geil, es ist alles trocken. Ich hab's ja x-fach gesichert. Ich habe hier noch eine Jacke drum geschmissen, alles. Ey, ich lieb's. Geil, Alter! Ja, aber es ist trocken, komplett. Botten trocken, das ist das Wichtigste. Top. Ey, nice. Geil. Okay, ja, trocken machen, Sachen anziehen und erstmal Lage checken, wo wir jetzt gleich lang müssen. Wir filtern jetzt kurz Wasser und füllen die ganzen Vorräte auf, wenn wir jetzt schon mal Wasser haben. Ich packe mich jetzt rein.
werde komplett nass und dann schick. Obere Zeug will ich nicht. Okay. Jetzt kommt der hier rein, der Aal. Alter, das ist halt der wirklich allerbeste Filter am Markt. Es ist, wie es ist. Zack, fertig. Prost. So, wir sind frisch aufgerüttelt. Wir haben alles eingepackt und jetzt geht's weiter. Wir müssen leider da jetzt hoch. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir da jetzt halt, einer kraxelt vor. Dann kriegt der Paracord hochgeschmissen, dann werden die Rucksäcke hochboxiert und dann klettert der andere nach. Das ist jetzt der Plan. Mal gucken, ob es aufgeht. Weil ihr seht, wir müssen nicht nur einmal hoch, sondern dreimal. Dreimal, das ganz nach oben. So ist es halt. Ja, let's go. Handschuhe an, Paracord, Rucksäcke. Ich glaube, beim Klettern trägt man keine Handschuhe an die. Echt? Ja, weil die ja so abglitschen können. Aha. Also da musst du leider mit blanken Fingern ran. Nein. So, wir gehen ran. Was denn? Es sieht locker aus. Oh, Alter. Du musst wirklich aufpassen, das ist lockere Zeug hier, ne? Ich sag's dir bloß. Ja, das geht aber. Guck mal, ich bin ja jetzt eigentlich schon fast. Ja. Ich geh mal noch nicht in Nachschub, wenn da irgendwas runterkommt. Okay. Ja, das geht, das geht. Das meint Andi also mit locker. Hier, guck mal. Crazy. Aha. Ich hab's dir gesagt. Hier, guck mal. Das ist ja alles locker. Kletter schnell, dann ist die Gefahrensituation schnell vorbei. Na ja, gut. Ich hoffe, dass ich das durch mein Gewicht jetzt hier nicht locker trete. Der ist ja auch locker, wieso? Naja. Oh, oh. Nee. Gerrit, Survival, wir sind hier mitten in Deutschland. Richtig hoch jetzt, richtig hoch, Baller hoch. Geil, geil. Das ist fest, das Metallische hier. Du musst bloß da irgendwo hinkommen. Das gefällt mir sehr gut hier. Ich versuche hier nur was zu machen, wo ich mich festhalten kann. Achso, okay. Ja, das ist gut, das ist gut. Sehr gut. Ich kann dir auch einen Arm geben, wenn du willst. Ja, geht schon. Digga! Oh, jetzt haben wir aber Angst hier. Oh, oh. Nee, nee, das geht schon. Ja, leck mich, ich halte dich fest. Hoch mit dir! Ja. Oh, geil! Auch mal einen anderen Weg gehen. Puh. Hier geht die Linie weiter. Wir haben uns jetzt hier für den Weg entschieden, weil der am wenigsten fahrlässig ist. Also tricky ist wirklich, dass viele Spitzen quasi immer abbrechen. Da müssen wir wirklich drauf achten. Wir werden jetzt auch komplett die Rucksäcke mit Paracord hochziehen. Die Kamera hinter den Kulissen wird auch mit Paracord hochgezogen. Das seht ihr ja nicht, aber es passiert logischerweise. Genau, das machen wir jetzt. Halt, wenn du eine Tonne wiegst, ne? Kann ich mal. Vorsicht! Alles gut, mein Kopf ist. Also an der Wurzel kann man sich auch nicht festhalten. Ach so! Vorsicht, Andi. Ja, das ist der ganze Baum, der mitkommt. Geil, geil! So, oben sind wir. Wasserüberquerung, check. Geklettert, check. Jetzt die, wie viel haben wir jetzt noch? 7? Das war, glaube ich, bis jetzt die krasseste Kombi. War Killer, hat aber Spaß gemacht. Wir mussten erstmal uns einfuchsen und so, war aber geil. Jetzt die letzten. Circa 7. Bisschen Kilometer. Weniger als 7 müssen wir jetzt noch. Schön nach da, sagt die Maschine. Also Abfahrt. Ich hoffe, der Kameramann, also ich hoffe, Philipp hat uns Felder gegönnt. Mal gucken. Okay, hier ist es auf jeden Fall erstmal. Na, Freunde, das sieht auch gut aus. Vorsicht, hier tiefer Tritt. Der tut jetzt mal wieder gut nach dem ganzen Wald gestern. Das Geile ist, jetzt können wir nochmal einen Meter machen. Gerade auslaufen geht wirklich schnell, muss man mal sagen. Geht jetzt fixiert. So, jetzt wieder in den Wald rein. Mal gucken. Gut, letzter Abfuck. Wahrscheinlich. Also es sind jetzt mehr viele Meter. Aber wir müssen jetzt hier nochmal mitten durch die Brombeeren. Hier ist auch noch ein Loch, ein Graben. Leute, guck mal. Das ist hier ein Shelter, oder was? Das sieht aus wie ein kleines Shelter. Das ist ja, guck mal. Das ist eine Todesfalle. Nein, Mann. Das sieht ja aus wie abgedeckt. Ja, das hier ist werden Leute wahrscheinlich ein kleines Boom, aber das muss ja schon ewig her sein. Das ist ja witzig. Da ist ja schon Baum drin. Das ist ja cool. Okay, krass. Irgendwer hier am Bushcraft gewesen. Ja, jetzt durch die Brombeeren hier. Ja, geil, Alter. Stacheln, jawohl. Oh,
Ja, genau. Warum? Warum, Welt? Ja, Philipp, du wirst schon auch sehen. Aber meistens renne ich bei sowas einfach durch und springe ein bisschen, damit es schnell vorbei ist. Aber nicht jetzt. Mann, die nicht mehr weit. Nicht mehr. Was hast du vorhin schon gesagt? Ich muss das sagen. Ich habe das Gerät. Heute ist nicht so warm, das ist geil, ey. Ja, wenn ich das richtig sehe, müsste da jetzt in der Mitte vom Feld, wenn du mal guckst, müsste es da jetzt vorbei sein. Da müssen wir lang. Da an den Bäumen vorbei, ne? Oder? Ja, da so ungefähr. Dann okay. Da hinten in der Mitte. Boah. Reicht dann auch mal. Geil, Alter. Haben wir es oder haben wir es nicht? Wir haben es. Ich bin raus, macht's gut, ihr Trottel. Mach mir die Sintflut. Geil, Alter. An die Faust. Ja. Ey, geschafft, Alter. Geil. 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 Oh. So, der 30-Jährige hat jetzt auch einen kaputten Rücken. Geil, Mann. Freu ich mich. Wenn man es mal geschafft hat, ist geil. Hat übrigens wehgetan. Ja, wir haben es geschafft. Frage ist er jetzt. Ja? Wir sind jetzt hier mitten in der Pampa. Hat der Kameramann Philipp, hast du geplant, dass wir auch wieder weg müssen? Jetzt wie meine Frage an euch. Die logische Frage ist, wollt ihr, dass wir uns mit so einen Touren noch öfter knechten? Vielleicht mehr Kilometer, vielleicht abgefucktere Touren, die uns Philipp raussucht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Freunde, 25 Kilometer auf einer Linie. Wir haben es geschafft. Krasse Hindernisse, hat Spaß gemacht. Ich dachte, es wäre noch krassere Abfuck, ehrlicherweise. Ja. Aber ich glaube, das machen dann echt die 50. Wahrscheinlich, das wird auch wahrscheinlich unser nächstes Ziel sein. Ja. 50 Kilometer auf einer Linie oder erstmal vielleicht, weiß ich nicht, 35. Müssen wir mal gucken. Halt dreimal den ersten Tag laufen, ne? Schon krass. Ja. Schon saftig. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie was Krasseres da nächstes Mal machen. Aber es hat übelst viel Spaß gemacht. War cool. Wenn ihr solche Projekte, andere Projekte, Bauprojekte und alles weitere auf unserem Kanal nicht verpassen wollt, sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin. Ciao! Falsche Richtung. Hey! Steh drauf, Leute. Ja, oh Gott, sorry. Du solltest doch nur Kuhfilm. Alter. Alles für einen Joke, dieser Spart euch die Finger wund. Ich hab für euch ein Ticket gekauft. Der Bus fährt hier um die Ecke. Aha. Um die Ecke sind es wahrscheinlich weitere 5 Kilometer.